Also nochmals herzlich willkommen zum Seminar ADI, Schule der Achtsamkeit und Meditation. Das gebe ich ja nun in dieser Form zum ersten Mal. Daher freue ich mich sehr, dass ihr da seid und dass ich nun die Einleitung formulieren darf. Wie uns schon aufgefallen ist, ist das Dasein konkret. Ja? Konkret. Das heißt, man kann konkret riechen, schmecken, sehen, hören, fühlen und so weiter. Meditation richtet sich auf das Unkonkrete. Das Sein im Unkonkreten ist etwas sehr, sehr Heilsames. Das weiß nicht nur ich, das weiß man, das wissen Menschen, die das praktizieren, tatsächlich seit Tausenden von Jahren. Nur inzwischen gibt es dafür einen wissenschaftlichen Hintergrund. Das Interessante am Sein im Unkonkreten ist, dass das Gehirn die kognitiven Prozesse pausieren und dass sich neue Verschaltungen bilden. Das heißt, das Gehirn regeneriert sich. Das Gehirn regeneriert sich tatsächlich in allen Ruhephasen des Daseins ohnehin. Also beim Einschlafen, Träumen regeneriert es sich zum gewissen Teil auch, vor allen Dingen aber natürlich in der Tiefschlafphase. Die ist hoffentlich lang, aber manchmal, wenn man gestresst ist, eher kurz. Und auch da hilft Meditation gewissermaßen, diesen inneren Raum zu eröffnen und im Tagesbewusstsein zu etablieren, also über das Tagesbewusstsein hinaus, um es ganz genau zu sagen. Die Lebensprozesse grundsätzlich, das ist uns sicherlich schon aufgefallen, sind mitreißend. Also alles, was man so sehen, hören, schmecken, riechen und so weiter kann, ist irgendwie mitreißend. Ja, also wenn man was sieht, dann ist das Mitreißende daran, dass es die Aufmerksamkeit zieht. Wenn man etwas hört, und sei es einen lauten Knall, ist es fast nicht möglich, an etwas anderes zu denken, als das, was gerade geschieht. Das ist die mitreißende Qualität. Die mitreißende Qualität im Tagesbewusstsein, die ja nicht diskutabel ist, das weiß jeder, hört ja nicht auf im Einschlafen. Also der Einschlafprozess ist in gewisser Hinsicht auch eine mitreißende Qualität. Dann landet man in der mitreißenden Qualität möglicher gegenwärtiger Träume und dann irgendwann mitgerissenerweise in der Tiefschlafphase. Das ist also alles im Prinzip ein Mitgerissenwerden des Bewusstseins in besondere Aggregatzustände des Bewusstseins. Dies ist sehr, sehr interessant. Die meisten Menschen machen sich darüber keine Gedanken, sondern denken, hurra, es funktioniert. Tut es ja auch. Ja. Es gibt keine Verpflichtung, sich darüber Gedanken zu machen. Und nur weil es funktioniert, ist es allerdings auch kein zureichender Grund zu denken, naja, es funktioniert halt, gibt keinen Grund, sich damit zu befassen. Das Verblüffende ist, wenn man sich damit befasst, eröffnet es spezielle Möglichkeiten. Ich sage, diese Möglichkeiten sind sehr, sehr, sehr abenteuerlich. Tatsächlich ist das Bewusstsein das größte Abenteuer überhaupt. So, Aktualität, Potentialität, Aktualität, das Gegenwärtige. Und die andere Ebene ist das ungerichtete Sein, tatsächlich Potentialität. Über die Potentialität ist in der Physik relativ viel geschrieben worden in der vergangenen Zeit, und zwar deshalb, weil beobachtbar ist, dass die Aktualität auf einer atomaren Ebene zwischen zwei Zuständen definiert wird, ja, nämlich die Drehung in die eine Richtung des Elektrons und die in die andere Richtung. Und Potentialität ist gewissermaßen die Superposition. So, ich behaupte, es gibt eine Superposition des Bewusstseins. Und es ist sehr, sehr interessant zu versuchen, diese Superposition des Bewusstseins einzunehmen. Das ist ein Weg, ja, das ist nicht mit dem Fingerschnipsen getan. Zumindest nicht, wenn es ein bewusster Selbstermächtigungsprozess ist. Wir reden jetzt nicht von Hypnose, da wäre es mit einem Fingerschnipsen getan. Aber das ist ja auch eine Form von Mitgerissenwerden. Das ist nicht Thema hier. Also hypnotische Prozesse sind nicht Thema hier. Es geht tatsächlich zu innerst um Selbstermächtigung und das Einnehmen
eben genau dieser sogenannten Superposition, in gewisser Hinsicht schwebend über der Aktualität. Also die Welt des Aktuellen, wie gesagt, alles, was man riechen, schmecken und so weiter kann. Die Superposition ist jenseits davon. Die Superposition ist eine sehr, sehr, sehr heilsame Form der Befindlichkeit. Es ist die Sphäre, in der die Dinge gewissermaßen nicht entschieden sind. Aber das soll man nicht mit Unentschiedenheit verwechseln, ja, mit Wankelmut oder sonst irgendwas, sondern die Superposition ist jenseits einer Entscheidung für etwas Konkretes. Das Dasein zeichnet sich nicht nur durch zwei, auch wenn es dual ist, nicht nur durch zwei Zustände, also 1 oder 0 aus, wie in der Mathematik und eben in der Quantenphysik. Es ist hochkomplex, doch runterrechenbar ist es auf genau das eine oder das andere. Und tatsächlich ist es ja auch so, das ist ja auch auffällig, für dieses 1 und 0 Sein gibt es im aktuellen Dasein ja vielfältigste Entsprechungen. Also zum Beispiel die Antagonismen Liebe, Angst, Freude, Ärger und so weiter. Ja. Der Antagonismus Enge, Weite, das sind tatsächlich natürlich in allen Zwischenzuständen aufgesplittet, aber wenn man es versucht, so konkret wie nur irgend möglich zu fassen, dann ist es eben genau das eine oder das andere, natürlich inklusive aller Zwischenzustände. Die Superposition schwebt gewissermaßen über dem dualen Sein, dem einen oder dem anderen und allem, was dazwischen ist, in einer Unentschiedenheit. Diese Unentschiedenheit ist die maximale Weite und es ist eben kein Wankelmut, sondern es ist das Schweben in einem äußerst subtilen Schwebezustand. Und dieser Schwebezustand ist in einem höchsten Maße kostbar für Regeneration. Ich behaupte, in der Tiefschlafphase landen wir in gewisser Hinsicht auch in einem Schwebezustand, nämlich im Schweben lichten, klaren Seins. Ja? Ein äußerst transparenter Zustand. Doch da dieser Zustand an einen gewissen biologischen Rhythmus gekoppelt ist, folgt er eben einer mitreißenden Qualität, nämlich der Notwendigkeit des Individuums, des Selbst, zu ruhen und zu regenerieren. Das wissen wir natürlich auch, Menschen, die lange nicht schlafen, da kollabiert alles inklusive des Immunsystems irgendwann. Dann ist das Bewusstsein nicht mehr in der Lage, die Körperfunktion aufrechtzuerhalten und die Immunabwehr ist eines der ersten Dinge, die da aus dem Ruder läuft und so weiter. Die Superposition erlaubt Regeneration in der Verschränkung mit dem biologisch-körperlichen Sein, ohne allerdings des Gewahrseins der biologisch-körperlichen Prozesse. Daher ist das in gewisser Hinsicht eine Entkoppelung davon. Entkoppelung geht nicht, ja. Es ist ein Dasein, wo die Verbindung zwischen Geist, Seele und biologischem Körper etwas zarter wird, als genau in diesem Moment etwa, wo du hier sitzt, mir zuhörst, also in einer ganz klaren Aufmerksamkeitsposition bist, dem, was ich erzähle, folgst, also eine klare Ausrichtung des Bewusstseins hast, das ist keine Meditation, das ist Zuhören, ja, das ist etwas anderes. Ja. Meditation entsteht dann, wenn eben die Objekte des Geistes, des Bewusstseins losgelassen werden und es eben nicht mehr in dem Sinne gekoppelt ist in einen kognitiven Fluss. Ja. Dieser kognitive Fluss, der bleibt erhalten im Wachzustand. Natürlich auch im Schlafen, wenn man träumt, ist ja auch ein kognitiver Fluss. Im Tiefschlaf ist er aufgehoben oder sagen wir mal so, zumindest auf eine Art und Weise nicht repräsentant, dass wir nicht drüber nachdenken können. Ich behaupte, auch in der Tiefschlafphase gibt es kognitive Prozesse. Ich meine das zu wissen und zwar ganz einfach deshalb, weil ich Erfahrungen gemacht habe in der Tiefschlafphase, die bewusst waren. Ich habe also wahrgenommen, nicht indem ich das jetzt gedacht habe, es ist gerade die Tiefschlafphase, sondern indem ich eine Erfahrung gemacht habe, die an die Tiefschlafphase gekoppelt war, wo ich retrospektiv sagen konnte, hat offenbar stattgefunden in einem Zustand tiefen Schlafes, der aber nicht eine Sedierung oder eine quasi Ohnmacht des Bewusstseins beinhaltet hätte, weswegen darauf zu schließen ist,
Im Nachhinein auch, allerdings auch schon mit einer Wahrnehmung in dem Zustand, dass es ja mit dieser Phase zu tun haben muss und nicht mit einer Traumphase. Das ist sehr wohl auch unterscheidbar. Okay, darauf komme ich noch zurück. Das ist nicht Teil des gewissermaßen einleitenden Vortrages jetzt. Also entschieden, unentschieden, potenziell. Meditation, Introspektion zielt auf das Potenzielle und das ist das Kernthema dieser Zeit, die wir miteinander verbringen werden. Und dieses werden wir mit unterschiedlichsten Methodiken herbeizuführen versuchen, weil erzwingen kann man es nicht. Man kann daran arbeiten und je mehr man auch daran arbeitet und sich dem überlässt, umso mehr faltet sich gewissermaßen der Zustand auf und ermöglicht das Eintauchen darin. Dieses Eintauchen darin ist eine ganz spezielle Erfahrung. Wir werden uns aus unterschiedlichsten methodischen Richtungen dieser Erfahrung nähern und man wird dann natürlich auch, jeder wird dann feststellen, aha, das liegt mir besonders, das womöglich etwas weniger. Das ist sehr, sehr interessant, auch diese unterschiedlichen Methodiken kennenzulernen, um eben zu sehen, was einem ganz besonders liegt und was eher nicht. Die Superposition des Bewusstseins, das ist ein Sowohl-als-auch-Gewahrsein. Ja? Sowohl-als-auch. Normalerweise, meistens in dem Tagesbewusstsein, entscheiden wir uns für etwas. Wir entscheiden uns zum Beispiel, aha, ich habe jetzt Lust, Kaffee zu trinken. Das ist kein Stichwort jetzt, Entschuldigung. Und dann trinken wir Kaffee. Ja? Oder denken wir, naja, Wasser ist auch schön, trinken wir Wasser. Dann kriegen wir vielleicht Hunger. Aha, was zu essen wäre auch nicht schlecht. Ja, trinkt übrigens genug, das ist ein gutes Stichwort. Könnte man vergessen. Also, das ist Aktualität. In der Superposition des Bewusstseins sind wir jenseits davon, uns für das eine oder das andere zu entscheiden und sind in dem Sinne ja zu innerst in einem subtilen Schwebezustand. Wenn man dieses Thema jetzt besonders fein spirituell betrachten wollte, dann könnte gesagt werden, dass alles, was ist, aus der Superposition kommt. Also aus dem Unkonkreten und gewissermaßen geboren worden ist, am Anfang der Zeiten und immer wieder natürlich auch, aus der Superposition ins Konkrete hinein. Und im Anfang war das Wort, ist gewissermaßen der Versuch, die Superposition göttlichen Seins zu beschreiben mit der absichtsvollen Konkretisierung. Und die Genesis spricht genau davon, von den Stadien der Konkretisierung. Dieses metaphorisch zu nehmen, ist mindestens genauso interessant, wie es märchenhaft zu nehmen oder wie historisch. Es handelt von der Superposition des Geistes, des Bewusstseins und den Möglichkeiten der Konkretisierung. Wenn wir immer wieder eine Superposition einnehmen, dann haben wir einen veränderten Blick auf das Konkrete. Das kann man sich auch ganz leicht erklären. Ja? Also nehmen wir mal an, es gäbe eine Sucht. Das ist also das entgleist Konkrete. Etwas, eine Neigung ist entgleist, so dass man immer mehr davon will. Und das fühlt sich eine Zeit lang vielleicht ganz angenehm an, dann nicht mehr so angenehm und dann wird es sehr leidvoll. Wenn es möglich ist, die Superposition des Bewusstseins zu etablieren, dann stellt das Selbst fest, aha, ich kann innehalten, ich kann mich neu justieren gewissermaßen, ich kann eine Zeit wählen, eröffnen, jenseits von Entscheidung und dann kann ich es mir neu überlegen. Okay, es kann sein, dass man danach der Sucht weiter nachgeht, um dann erneut festzustellen, na, das ist ja nicht so toll, irgendwie auch gegen die Verabredung von Freiheit, das ist auch ein wichtiges Thema daran, also wähle ich erneut ein Innehalten, um zu sehen, brauche ich das eigentlich wirklich. So, die Superposition, ist es auch ganz leicht erklärlich, ist natürlich Freiheit. Das ist ein Synonym für die Superposition. Warum? Naja, alles Konkrete
ist in seiner Konkretheit natürlich begrenzt. Es hat eine Außengrenzung. Wenn wir jetzt konkret an einen Apfel denken, so ist der Apfel rund, hat bestimmte Merkmale und irgendwo hört er auf. Ja? Es hat also eine Grenze. Man kann sagen, also jetzt zu sagen, ein Apfel ist unfrei, ist vielleicht ein bisschen dämlich. Ja? Aber es bedeutet, dass etwas, was ganz strukturell und klar ist, selbst ist, irgendwo endet. Das heißt, es gibt etwas anderes. Und die, wenn man dabei bleibt, die Unfreiheit des Apfels besteht darin, dass keine Banane draus wird. Ja? So, was heißt das auf einer menschlichen Ebene? Auf einer menschlichen Ebene heißt, den Zustand, den ich gerade gewählt habe, unser ist meine körperliche Position, überhaupt Körperlichkeit, beinhaltet die Unfreiheit zu entkörperlichen. Da kann man sagen, kann mich da aus dem Fenster stürzen, um zu entkörpern. Halte ich für keine gute Idee, weil dann hat man nämlich die Unfreiheit, keinen Körper mehr zu haben und sich womöglich nach Körperlichkeit zu sehen. Das ist also ein Irrweg, wenn man Freiheit und Unfreiheit nur darauf reduzieren würde. Allerdings, in der mitreißenden Qualität sinnlich-sensorischen Wahrnehmungen in der Aktualität unserer Gegenwärtigkeit sind wir mitgerissen eben von allen sinnlich-sensorischen Eindrücken, und denen kann man verhaftet sein. Also ist Sucht eine starke Einladung scheinbar des aktuellen Lebens. Ja? Da wird man jetzt vielleicht sagen, ich bin es doch nicht. Naja, die eine oder andere Neigung hat wahrscheinlich jeder von uns, wenn man denkt, könnte ich doch mal besser damit umgehen und in bestimmten Momenten innehalten, um mich vielleicht für etwas anderes entscheiden, aber es ist womöglich stärker als ich. Okay, hier wird kein Suchtseminar draus, aber die Superposition des Bewusstseins bedeutet, dass ich eine Methodik entwickle, mich in ihr beheimate, in der ich nahezu jederzeit innehalten kann, um aus dem Konkreten, dem Angezogenwerden vom Konkreten, der Anhaftung des Konkreten, um mich davon zu lösen und in eine übergeordnete, ja, eben in diese Superposition hineinzugelangen und zu sehen, innezuhalten, um dann zu realisieren, eher in dem Prozess des Auftauchens in die Konkretheit hinein, was brauche ich eigentlich wirklich? Und es ist auch so, dass wenn man aus der Superposition ins Konkrete auftaucht, ist immer etwas mitgenommen wird, ja, aus diesem superpositionellen Dasein in das Konkrete hinein. Und das ist also insofern ein Prozess, der eine tiefen Wirkung auf das individuelle Sein hat und den Menschen in seinem konkreten Sein neu verortet. All das ist höchst spannend. Es gibt, wenn man sich ans EEG anschließen lässt, unterschiedliche Daseinszustände, die beobachtbar, bemessbar sind. Also es gibt die sogenannten Delta-Wellen, das ist der Tiefschlaf, die Trance. Es gibt Theta 1, das ist Hypnose, sind Träume. Die Delta-Wellen, das ist 0,5 bis 4 Hertz, interessiert einen vielleicht jetzt nicht. Theta ist 4 bis 6,5, also Theta 1 ist 4 bis 6,5. Theta 2 ist 6,5 bis unter 8, das ist Meditation und Wachträume. Das eine ist nicht ganz klar vom anderen abgrenzbar. Dann gibt es den sogenannten Alpha-Zustand, darüber ist sehr viel geschrieben worden. Das ist ein introspektiver Zustand, das heißt, der Mensch ist im Prinzip stark innerlich, ist aber sehr wohl kommunikationsfähig, aber ist eben zu einem nicht geringen Teil bei sich selbst und seiner Innenbefindlichkeit. Beta 1 ist ruhig wach. Man würde wahrscheinlich jetzt sagen, in dem Zustand bin ich gerade. Beta 2 ist hellwach konzentriert, na, vielleicht bin ich auch da. Das ist jetzt, sind jetzt Wellenlängen von 15 bis 21. Dann gibt es Beta 3, das würde man als Angst und Stress ansehen. Wenn einem also der Schweiß ausbricht, wenn man ziemlich aufgeregt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in Beta 3 ist, relativ hoch. Dann gibt es den sogenannten Gamma-Zustand. Das ist eine sehr kurze Frequenz, nämlich 38 bis 70 Hertz. Da würde man jetzt denken, oh weia, was ist denn da los? Dieser Zustand wird als Transformationszustand angesehen und die Hyperaktivität des sogenannten Samadhi, der vollständigen Entgrenzung des Bewusstseins. Das ist außerordentlich spannend. Ja? Weil man normalerweise, also weil die meisten Menschen annehmen würden, aha, je länger wellig, umso ruhiger ist die Angelegenheit. Da schwebt man doch
im endlosen Dasein des ungeformten göttlichen Seins völlig aufgehoben, ja, fast wie vorinkarniert. Das ist nur bedingt richtig. In diesem besonders in diesem sehr, sehr, sehr aktiven Dasein ist es eben auch so, dass da die größte Wahrscheinlichkeit bestehen kann, in die Superposition zu wechseln. Das ist interessant. So, das sogenannte Wachbewusstsein, das ist Kausalität, Relativität, Wahrnehmung, Begrifflichkeit, das ist Beta 1 bis 3. Meditation, habe ich schon gesagt, ist Theta 2, auch Alpha-Zustand. Trance, Tiefe zum Beispiel durch holotropes Atmen, das ist Delta. Ja. Ich weiß nicht, ob jemand von euch mal holotropes Atmen gemacht hat, das ist auch eine besondere Erfahrung, lohnt sich durchaus. Träumen ist Delta und Theta 1 wahrscheinlich, die Tiefschlafphase ist Delta. Jenseits der Tiefschlafphase, das ist die Superposition, das ist wahrscheinlich Delta oder es ist auch Gamma. Das ist außerordentlich interessant. So, wir werden uns damit beschäftigen, in diese besonderen Zustände zu versuchen einzutreten. Wie gesagt, man kann es nicht forcieren, aber man kann darauf hinarbeiten. Und dieses darauf hinarbeiten ist außerordentlich interessant. Wir werden also drei spannende Tage erleben, auch wenn man Spannung und Meditation jetzt nicht direkt miteinander verbinden würde. Allerdings, wir werden sehen. Okay. Also das Seminar ADI, Schule der Achtsamkeit und Meditation. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Danke.